Der Energiekonzern RWE hat angekündigt, den Kohleausstieg um 8 Jahre auf 2030 vorzuziehen. Darauf hat sich das Unternehmen mit den Wirtschaftsministerien von Bund und Land Nordrhein-Westfalen verständigt. Die Vereinbarung sieht aber auch vor, dass wegen der Energiekrise 2 Kraftwerksblöcke bis ins Frühjahr 2024 weiterlaufen, die eigentlich zum Jahresende stillgelegt werden sollten. Damit soll Erdgas bei der Stromerzeugung eingespart werden. Also RWE steigt früher aus der Kohle aus. Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Wie sind denn die Reaktionen an der Börse? Nun, RWE-Aktien sind gefragt. Sie steigen, aber nicht ganz so stark wie der Markt insgesamt. Hängt damit zusammen, dass dieser Ausstieg aus der Kohle mit jeder Menge Investitionen verbunden ist. 50 Milliarden Euro will RWE in diesem Zeitraum investieren. Außerdem hat das Unternehmen am Wochenende bekannt gegeben, einen US-Solaranbieter übernommen zu haben für 7 Milliarden Euro. Also auch das etwas, was die Kasse erst einmal belasten wird. Gleichzeitig ist jetzt das Emirat Katar über diesen Deal zum größten Aktionär von RWE aufgestiegen. Und das passt auch nicht jedem. Der deutsche Aktienindex zieht kräftig an, um fast 3% oder 350 Punkte, steht bei 12.560 Punkten aktuell. Es gibt Hinweise darauf, dass die Notenbanken etwas langsamer machen könnten mit der Zinswende. Das reicht für die Kursanstiege. Dankeschön, Stefan Wolf.